Meine erste Reaktion, als ich die Pläne zum ersten Mal gesehen habe, war wow. Wir haben zwar schon Weltrekordbrücken gebaut, wir haben die dicksten Gasleitungen in Deutschland verlegt, aber sowas haben wir noch nicht gemacht. Der erste Eindruck war wow, der zweite war Begeisterung und der dritte war, das setzen wir um. Es ist natürlich nicht die erste Plattform auf einem Dach, aber es ist sicherlich eine der herausragendsten und beeindruckendsten. Das Klinikum St. Elisabeth in Straubing ist ein Klinikum der Versorgungsstufe 2 mit ca. 450 Betten und versorgt eine Gegend mit gut 200.000 Einwohnern. Die Luftrettung stellt gerade im ländlichen Bereich ein sehr, sehr wichtiges Glied in der Rettungskette dar. Das heißt, dass die Anforderung an die Luftrettung ist natürlich die zeitnahe Aufnahme von Patienten nach modernsten Standards. Deswegen war von allen Seiten von Anfang an vorgesehen, den Standort trotz aller luftrechtlichen und bautechnischen Schwierigkeiten hier am Standort des Klinikums zu erhalten. Wir haben ja jetzt einen Standort, den wir aufgeben müssen. Das hat was mit Flugrecht zu tun, dass die Bedingungen, wie sie hier jetzt vor Ort sind, so nicht mehr akzeptiert werden? Also es gibt verschiedene Ansprüche. In erster Linie steht für uns die Sicherheit. Dann gibt es natürlich Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit, die ich aber an dritte Stelle eigentlich erst stellen möchte. Und es gibt Anforderungen, die für unser Personal wichtig sind. Wie kann es seinen Dienst, der nicht einfach ist, wirklich so bringen, damit es ihn auch sicher gestalten kann? Das ist natürlich schon gut, wenn man eine Station hat, wo alles passt, wo durchdacht ist, wo die Wege kurz sind, wo das auch effektiv gestaltet ist. Aber wenn jetzt eine neue Station kommt, hat man halt die Vorstellung, es wird alles besser. In Straubing war die Herausforderung, einen Landeplatz zu finden für einen Hubschrauber, der genau diese Punkte an Schnelligkeit, an Sicherheit und an hohe Funktionalität ermöglicht. Wir haben verschiedene Standorte, verschiedene Formen auch der Rettungsstation durchdiskutiert. Und im Laufe der Gespräche kristallisierte sich dann wirklich heraus, was für die Patientenversorgung die optimale Lage ist. Wir sind relativ schnell auf das Thema gekommen, das auf dem Dach, das Klinikdach zu installieren. Einerseits, weil es luftrechtlich, flugtechnisch am besten ist, weil es auch eine Entlastung für die Stadt Straubing gibt, nämlich was Lärmschutz- und Schallemissionssachen angeht. Damit war der Grundstein gelegt, das Projekt über die Klinik zu bauen. Straubing war insofern was Besonderes, weil wir seit Firmengeschichte noch nie eine Unterkonstruktion konstruiert und entwickelt haben, die das komplette Klinikgebäude mehr oder weniger überspannt, ohne irgendwelche Lasten aufs Gebäude abzutragen. Umfangreiche Untersuchungen haben ergeben, dass wir in verschiedenen Innenhöfen Möglichkeiten finden, dort Stützen zu bauen. Und wir haben herausgefunden, dass es zwei Treppenhäuser gibt, die vom Dach bis in das dritte Untergeschoss ermöglichen, dort Lastabtragungspunkte zu installieren. Es war relativ schnell klar, dass wir nicht mehr als 4 Stützen bauen können. Und es war relativ schnell klar, dass wir keinerlei Lasten auf das Klinikdach ablasten können. Die Bauaufgabe war sicher außergewöhnlich und einmalig. Die Platzverhältnisse in einem Treppenhaus. Sie müssen die Geräte ja so dimensionieren, so planen, dass sie es überhaupt dorthin bringen. In einer Klinik, die unter Betrieb ist, den Ablauf möglichst wenig stören und trotzdem nachher die Bauaufgabe erfüllen. Und auch die Voraufgabe selber, im dritten UG eines Treppenhauses dort noch 10 Meter tiefe Mikropfeile herzustellen, ist wirklich eine sehr, sehr anspruchsvolle ingenieurmäßige Aufgabe. Die Herausforderung für das Planungsteam war eine unheimliche Komplexität. Und da ist es ein Punkt, dass ich sage, die Sigmaplan als interdisziplinär arbeitendes Planungsbüro war hier unheimlich gefordert. Nämlich beginnend von der Geologie,
alles das, was im Baugrund stattfindet, vom Thema Brandschutz, vom Thema Schallschutz, vom Thema technische Installationen, nämlich eine Verbindung herzubringen zwischen einem neuen Bauwerk und einem bestehenden Bauwerk, das perfekt miteinander funktionieren muss, bis hin zu einer gestalterischen Herausforderung. Wie soll das wirklich mal aussehen? Ist das nur eine Zeichnung wie im Comic oder kann das tatsächlich mal Realität werden? Denn es ist schon einzigartig. Ja, städtebaulich war es natürlich eine Herausforderung, über eine Klinik, die eine bestimmte Höhe in einer, sag ich mal, mittelgroßen Stadt hat, die natürlich in der Silhouette mit Kirchtürmen bestimmt, die natürlich die höchsten Gebäude in dieser Stadt sind, dort eben halt ein Gebäude zu errichten, was dann so die 40 Meter erreicht. Man merkt, wie viel an der Rettungsstation auch dranhängt, wie komplex die Aufgabe ist. Vom ersten Schritt, von der ersten Projektierung bis hin zum Stempel auf den Plänen, von ganz, ganz intensiv abgestimmt zwischen den Bauherren, dem Klinikum St. Elisabeth und dem ADAC und dem Rettungszweckverband und der Stadt Straubing als Genehmigungsbehörde. Letztendlich natürlich auch beteiligt das Luftamt Süd, das ja zuständig ist für die luftrechtliche Genehmigung dann auch noch. Und das war ein wunderschönes Zusammenarbeiten mit idealer Vorbereitung und idealem Ablauf. Der Anspruch an meine Arbeit ist, am Ende eines Projektes das Leistungsversprechen gehalten zu haben. Wir mussten im Gründungsbereich Bohrungen machen, die einerseits in den Innenhöfen mit großen Bohrpfählen mit 1,20 Meter Durchmesser bis 15 Meter Tiefe niedergebracht wurden. Wir haben in den Treppenhäusern Mikrobohrpfähle eingesetzt, auf denen später eine Stahlverbundstütze sitzt, die durch die innere Struktur der Treppenhäuser auf das Dach nach oben geführt wird. Wir sind, sagen wir, in Sichtweite der schönen Donau hier und wir hatten zwar mit Grundwasser gerechnet, aber wir haben zusätzlich auch Spannungswasser gehabt. Wenn man sich vorstellt, in diesem einen Treppenhaus finden wir drei verschiedene Bodenzusammensetzungen und dann auch noch artesisch gespanntes Wasser, was bei sämtlichen Laborierungen des Bodens nicht erkennbar war, die ein Einbringen von Bohrpfählen stellenweise in die entsprechende Tiefe nicht mehr möglich gemacht haben. Wir haben deswegen das Bohrverfahren umgestellt, haben später die ganzen Mikropfähle mehrfach nachverpresst. Es werden Messungen durchgeführt, es werden die Setzungen kontrolliert, sodass man absolut sicher ist, dass nichts ist. Die Herausforderung an der Planung war, dass wir mehr als 500 Tonnen Stahl verbauen müssen. Hier hat man sich überlegt, dass man mit einem hohen Vorfertigungsgrad Bauteile herstellt. Und so ist ein Stahlbaumonster entstanden. Heute, jetzt, und da sind wir kurz davor, einfach darauf wartet, zusammengebastelt zu werden. Nachdem die Planung so stand, dass man sagt, ja, so kann es werden, war ein schwieriger Punkt zu lösen, wie bringe ich die Konstruktion auf das Dach. Wir haben also
ein Einhubkonzept zusammen mit der Firma Bitschnau entwickelt, wo wir mit zwei großen Kränen die Träger im Tandemhub eingehoben haben. Als die Hauptträger eingehoben worden sind, war das ein Moment, der unheimlich spannend war. Ich warte schon eine ganze Weile drauf, dass endlich diese Stahlträger da hochkommen. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Hält denn das tatsächlich? Wenn man sich das angeguckt hat, wie das passiert ist, die letzten Meter nahezu zentimeterweise der Träger verrutscht worden ist, dann fiebert man mit, ob das letztendlich passt. Wenn man so technische Pläne sieht, dann ist das immer die eine Sache. Auf so einem Blatt Papier sieht es eigentlich ganz harmlos aus. Wenn man dann die Ausführung sieht, ist das natürlich noch mal weit, weit beeindruckender. Hinsichtlich der technischen Gebäudeausrüstung, Heizung, Lüftung, Kühlen, Anbindung an die Elektroversorgung des Klinikums, Notstromversorgung des Klinikums, Erfassen von Störmeldungen, um frühzeitig Hinweise zu bekommen, wenn Strukturen nicht mehr funktionieren, ist für die Planer eine große Herausforderung gewesen. Brandschutztechnisch war das Errichten dieser Hubschrauberplattform natürlich eine ganz große Herausforderung. Also zum einen wollten wir natürlich eine absolut wirtschaftliche Lösung bringen. Dazu waren natürlich viele Maßnahmen oder brandschutztechnische Maßnahmen auch innerhalb des Klinikgebäudes notwendig. Die war ja absolut nicht ausgerichtet darauf. Und auf der anderen Seite mussten wir dann Dinge in der Klinik wie Sprinkleranlagen und so weiter einsetzen, um die Konstruktion von der Klinik aus zu schützen. Mit dem Luftrettungszentrum und Dachlandeplatz am Klinikum Straubing hat das Klinikum für die Patientenversorgung, auch für ihren Bestand und für die Qualität des Standorts einen unheimlichen Schritt nach vorn getan. Straubing ist heute ein Projekt, das sicherlich die Bezeichnung eines der modernsten Luftrettungszentren vertragen kann. Es ist mit allen technischen Finessen ausgerüstet. Wir haben eine vollautomatische Schnee- und Eisfreihaltung, eine Tankstelle, einen voll funktionstüchtigen, ausgestatteten Hangar mit allen Finessen, eine vollautomatische Transportplattform. Wir haben angenehme Aufenthaltsräume für die Piloten geschaffen, für die Crew, um einen guten Dienst machen zu können. Das ist schon toll. Das ist so, wie wenn man zu Hause vielleicht sich ein neues Haus baut und umzieht in ein neues Haus. Zu sehen, wie der Hubschrauber im Anflugsektor ankommt, sich auf die Plattform einschwebt, war Freude, war Erleichterung, war auch das Gefühl, ja, wir haben es geschafft. Wohl wissentlich, dass an diesem Punkt der Weg noch nicht zu Ende war. Mit so einer Probelandung auf dem Landeplatz ist natürlich das Projekt noch nicht zu Ende. Es zeigt ausschließlich nur, dass es funktioniert, dass man anfliegen kann. Der letzte wichtige Schritt ist natürlich das Thema, sämtliche Abnahmen an einem Projekt zu bekommen, hinzubekommen, ein mangelfreies Bauwerk dem Bauherrn zu übergeben. Abnahmen durch Prüfinstitute, sei es Brandschutz, Abnahmen durch technische Überwachungsvereine zu bringen, die
eben auch garantieren, dass die Einhaltung sämtlicher Vorschriften, Auflagen eingehalten worden sind. Wenn ich mich erinnere an die ersten Präsentationen beim Bauherrn, an die Präsentation im Bauausschuss der Stadt Straubing, wo man von einer Vision erzählt, wo man Menschen mitnehmen muss, sensibilisieren muss, dessen was passiert, kann man am Ende sagen, dass die Vision Wahrheit geworden ist. Sie ist, das haben wir vielfach auch dokumentiert, auch so geworden, wie wir sie frühzeitig versprochen haben. Und das ist ein Thema, wo ich sage, das ist unheimlich wichtig, wenn ich jemandem ein Versprechen gebe, es auch einzuhalten.